Kranefeld, Sie sind mit Ihrer Firma Medicando hier auf dem Zentralvereinskongress. Sie sind seit Jahren auf der Industrieausstellung des Kongresses vertreten. Sie verkaufen hier ein Radar, das heißt ein Computersoftware, mit der Therapeuten, Ärztinnen und Ärzte halt repertorisieren können. Radar, was ist Radar? Radar basiert auf dem Synthesis. Das ist mittlerweile so Repertorium Standard ist in Deutschland und mittlerweile auch weltweit eigentlich. Das ist die Basis des Programms vom Repertorium her. Wir bieten natürlich auch andere Repertorien, aber interessant ist dann auch halt, sind die Materia Medica, die man natürlich auch braucht, um den Fall dann nochmal nachzulesen. Wir haben also Literaturdatenbanken in Deutsch mittlerweile von über 250 Bänden, in Englisch über 1000 Bänden, die man zu Rate ziehen kann. Und entwickelt sich dieses Radar beständig weiter? Ja, wir haben also im Augenblick die aktuelle Version sozusagen in der Pipeline. Mhm. Das ist das Radar Opus, der Nachfolger vom aktuellen Radar, das also nochmal weiter verarbeitet, weiter fortgeführt wird. Und wir rechnen im Herbst etwa damit, dass das dann rauskommt. Es wird beständig weiterentwickelt. Sehen Sie dieses Softwareprogramm in direkter Konkurrenz zu dem guten alten Buch, was der Arzt auf seinem Schreibtisch liegen hat? Oder ergänzt sich das? Arbeiten die Therapeuten mit beiden Medien? Wie sind Ihre Erfahrungen? Die Erfahrung ist, dass doch immer weniger Therapeuten tatsächlich mit dem Buch arbeiten. Ja. Also ich halte es nach wie vor für wichtig für den Beginn, also für die Ausbildung, dass man da auch ein klassisches Repertorium in der Hand hat, um einfach mal zu sehen, wie ist das aufgebaut, womit arbeite ich überhaupt, damit man, also ganz ohne Buch anzufangen, halte ich doch für kritisch. Mhm. Also ich finde es gut, mit dem Buch anzufangen, ob man sich dann was kauft, was man sich kauft, ob man sich's leiht, das ist eine Ermessensfrage. Die Erfahrung zeigt, dass doch, wenn man dann eine Praxis hat und tatsächlich Fälle bearbeiten muss, dass einfach der Zeitfaktor zu groß ist, um im Repertorium nachzuschlagen, Rubriken rauszusuchen, auszuschreiben. Auch gerade, wenn man Rubriken hat, die, sag ich mal, 50, 60 Arzneimittel beinhalten, schreibt man doch nur die zwei oder drei wertigen Mittel raus. Die einwertigen laufen aus dem Ruder und ich sag mal auch ein einwertiges Mittel, was dann einen Fall gut decken würde, das fällt einem einfach durchs Raster. Mhm. Da ist der Rechner natürlich ein gutes Medium, dem das egal ist, ob das eine Rubrik ist mit 5 Mitteln oder mit 50 Mitteln, der schreibt einem alles raus und man kann das eben doch als gutes Tool verwenden und spart eine Menge Arbeit und Zeit damit, die man dann wieder darauf verwenden kann, um sich auf den Fall zu konzentrieren und auf den Patienten.